Wir zeigen heute wieder als Metallerinnen und Metaller, dass auch in dieser Situation wir in der Lage sind und bereit sind, diese Auseinandersetzung um faire Arbeitsbedingungen, faire Entgelte zu führen. Und das sieht man hier an diesem Platz, das sieht man dadurch, dass in über 25 Betrieben in dieser Woche die Beschäftigten in Frühschluss gegangen sind. Super Aktion, wir haben jetzt wahrscheinlich bis heute Nacht über 15.000 Menschen allein in den Landkreisen Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis in Aktion gehabt. Den Arbeitgebern muss klar sein, dass wir ohne die Entgeltfrage die Tarifrunde nicht beenden. Und wenn es da zu keinem fairen Angebot auch hier im Süden kommt, dann dauert die Tarifrunde halt doch länger wie bis Ostern. Aber eins muss auch klar sein, je öfters wir solche Aktionen machen müssen wie diese, umso höher wird die Erwartungshaltung, die wir an den Abschluss haben. Wieder einmal beweist ihr, dass Solidarität und Zukunftsorientierung der bessere Weg ist. Zu Würde und Gerechtigkeit ein besserer Weg als die Gier und die Rückwärtsgewandtheit, die die Arbeitgeber gerade an den Tag legen. Mein Arbeitgeber hat ohne Vorwarnung zum 31.12.2020 nach über 60 Jahren Tarifbindung den Arbeitgeberverband verlassen. Ist eine einzige Schweinerei, mehr kann ich da momentan nicht dazu sagen. Wir haben Ende letzten Jahres, Ende November letzten Jahres, der Arbeitgeber mitgeteilt, wir wollen die Tarifbindung. Am Mittwoch unser erster Warnstreik, es geht noch weiter. Wir lassen uns nicht runterkriegen. Wir schreiben wieder schwarze Zahlen und der neue Geschäftsführer kommt jetzt plötzlich mit ganz neuen Ideen ums Eck. Statt mit Tarifbindung kommt er zum Beispiel mit dem Vorschlag leistungsorientiertes Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Wir werden weiterhin mit der IG Metall versuchen, die Tarifbindung zu erreichen und eine gerechte Entlohnung zu erstreiten. Und immer wieder kennt ich kurze Wut und immer wieder bin ich falsch hier. Und immer wieder kocht der Hass in mein Blut. Leck mich doch am Arsch.